Ja, eben. Alles klar. Ja, ich dachte, die Fraktionen hätten das untereinander besprochen. Haben Sie hoffentlich auch. Zumindest jetzt erteile ich das Wort für die SPD-Fraktion dem Abgeordneten Oster. Gut, können wir anfangen. Gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD-Landtagsfraktion hat das wichtige Thema Wahlalter ab 16 bereits in der letzten Wahlperiode thematisiert und wird kontinuierlich daran festhalten. Das mediale Interesse ist aktuell so groß wie noch nie und zeigt, dass bei den Menschen im Land ein Umdenken stattgefunden hat. Unser Ziel ist es, mit dieser Gesetzesänderung Jugendliche stärker für Politik zu interessieren und sie so früh wie möglich an den demokratischen Prozessen zu beteiligen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, denn nur gelebte Demokratie ist auch gute Demokratie. Wir reden heute über 2% der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die diese Gesetzesänderungen betreffen würde. Auch deren Interessen sind uns wichtig und werden von uns ernst genommen. Wir wollen junge Menschen für Politik begeistern und ihre Rechte auf demokratische Teilhabe stärken. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, sich zu integrieren und teilzuhaben, egal in welchem Alter, ob 65, ob 24, ob 18 oder 16. Deshalb fordern wir diese Teilhabe. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Beispiel anbringen. Als ich 16 Jahre war und wurde dann zum Jugendvertreter in meiner Ortsgemeinde gewählt, war das schön und gut. Ich war Jugendvertreter, sollte mitentscheiden, aber als dann konkret zu Sachen kam, sagte der Bürgermeister, werd erst mal 18, geh wählen, jung, und dann reden wir weiter. Das ist das beste Beispiel, wo man daran sieht, wir müssen junge Leute früher einbinden. Der Schülerlandtag hat sich bereits 2009 für eine Absenkung des Wahlalters ausgesprochen und der gesamte Landesjugendring fordert dies bereits seit Längerem. Gerade in Zeiten sinkender Wahlbeteiligung und einer Abkehr vieler Menschen von Politik und Staat muss die Beteiligung an aktiver Gestaltung zu einem zentralen Element werden. Das Vertrauen in Politik liegt derzeit in Deutschland auf dem Tiefstand, meine Damen und Herren. Wollen wir, dass es weiter sinkt? Ich glaube, das ist nicht im Interesse von uns allen. Wir müssen Jugendliche deshalb beteiligen und die Distanz zwischen Politikern und Jugendlichen verringern. Demokratie lebt von der aktiven Beteiligung aller Altersgruppen. Ich unterstreiche es, aller Altersgruppen. Demokratie muss von Beginn an erlernt werden, vermittelt und gelebt. Und insbesondere Kommunalwahlen, meine Damen und Herren, betreffen die Jugendlichen und ihre Themen. Bekommen wir einen Bolzplatz? Bekommen wir einen Jugendraum? Wird der Jugendraum geschlossen? Bekommen wir einen Spielplatz? Aber dann lassen wir sie doch bitte auch darüber mitentscheiden, meine Damen und Herren. 9 Bundesländer sind diesen Schritt bereits gegangen. Es wird höchste Zeit, dass wir als Land Rheinland-Pfalz das 10. Land werden, was bei Kommunalwahlen das Wahlalter auf 16 senkt. 9 Stück, meine Damen und Herren. Deshalb können und dürfen wir uns in der Politik nicht ausruhen und müssen Demokratie weiterentwickeln und Jugendliche so früh wie möglich in alle Prozesse einbinden. Denn eins, meine Damen und Herren, das müssen wir uns alle vor Augen führen, Jugend ist die Zukunft. Jugend ist die Zukunft von uns alle. Und lassen Sie mich auch noch ein Wort zu dem demografischen Wandel sagen. Der demografische Wandel betrifft uns alle, aber auch gerade in Rheinland-Pfalz im hohen Maße. Glücklicherweise gibt es immer mehr ältere Menschen, das ist gut so, das ist richtig, aber im Gegenzug gibt es immer weniger junge Menschen. Und daran sieht man, dass das Gleichgewicht in der Wählerschaft sich deutlich verlagert, immer mehr ältere Menschen, aber immer weniger junge Menschen. Und durch eine Absenkung im Wahlalterbereich könnten wir wieder ein Stück Gleichgewicht in die Materie bringen. Wir haben viele ältere Entscheidungsträger in unseren Gremien sitzen. Wir müssen versuchen, jüngere Menschen ranzulassen, denn sie sollen über ihre Zukunft mitentscheiden. Und meine Damen und Herren, zum Schluss, Sie kommen ja immer mit dem Argument passive Wahlrecht.
Und auch darauf möchte ich eingehen. Ihr Argument mit dem passiven Wahlrecht ist völlig weltfremd. Denn auch wenn man 18 ist und wählen darf, kann man immer noch nicht zum Verbandsbürgermeister oder zum Bundespräsidenten gewählt werden. Dieses Beispiel ist an den Haaren herbeigezogen. Daran sieht man, dass das aktive Wahlrecht nicht an der Grenze der Volljährigkeit hängt, meine Damen und Herren. Und Im Übrigen, weil Sie oft behaupten, es würden ja gar nicht alle wählen wollen. Das ist in jeder Altersklasse so, meine Damen und Herren. Denn es geht um ein Wahlrecht und nicht um eine Wahlpflicht, meine Damen und Herren. Das muss an dieser Stelle noch mal klar und deutlich gesagt werden. Auch die über 18-Jährigen heute geht nicht jeder wählen. Auch in der Wählerschaft bei den 30-Jährigen geht nicht jeder wählen, meine Damen und Herren. Das muss klargestellt werden. Es geht um ein Wahlrecht, nicht um eine Wahlpflicht. Verschließen Sie sich, liebe Kolleginnen der CDU, nicht vor der Zukunft, denn Jugend ist die Zukunft. Und bitte, bitte stimmen Sie diesem Antrag bei. Sie würden für die Jugendlichen im Land sehr viel Positives erreichen. Dankeschön, meine Damen und Herren.